Guten Morgen. Es ist 7 Uhr früh und ich war schon lange nicht mehr so entspannt wie heute. Warum, erzähle ich euch gleich. Hallo Freunde, mein letzter Vlog war ja ein bisschen negativ gefärbt. Der heutige wird definitiv positiver ausfallen, das verspreche ich euch. Eine kleine Anmerkung, bevor es losgeht mit diesem Video. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie lange ich tatsächlich für die Zwischenzeugnisse gebraucht habe. Und wer sich das tatsächlich angeguckt hat in dem letzten Vlog, der hat festgestellt, dass ich eigentlich, glaube ich, nirgendwo erwähnt habe, wie viele Kinder ich in meiner Klasse habe. Und ja, haltet euch fest, ihr werdet euch gleich denken, oh mein Gott, Luxus, ich habe nur 15 Kinder in meiner Klasse, okay? Also diese Zahlen beziehen sich auf 15 Kinder. Für diese Kinder habe ich 3,5 Stunden gebraucht, um die grobe Maske, also die Kompetenzen, auszufüllen. Was ich nicht gemacht hatte in diesen 3,5 Stunden, ist die individuelle Bemerkung zu schreiben und zusätzliches Engagement. Dieser Kasten ist relativ klein. Das sind nicht viele Sätze. Das sind vielleicht 5, 6 Sätze geschätzt. Ich habe es nicht gezählt, aber das ist jetzt so meine grobe Schätzung. Und für diesen kleinen Kasten bei all diesen 15 Kindern habe ich genauso lange gebraucht wie für das Ausfüllen der großen Maske. Das heißt, insgesamt habe ich für meine 15 Kinder 7 Stunden gebraucht, was so Pi mal Daumen, wer sich die Mathematik durch den Kopf gehen lässt, ungefähr eine halbe Stunde pro Kind ist, ein bisschen weniger. Warum ist es interessant, sich solche Zahlen durch den Kopf gehen zu lassen und bewusst zu machen? Das erfahrt ihr etwas später in dem Video. Ich werde mich jetzt allerdings erstmal auf meinen Unterrichtstag vorbereiten, ein paar kleine Dinge zurechtlegen, weil wir heute viele aktive Sachen machen, wie eine Fettprobe, wir vermessen das Schulgelände, lauter solche Sachen. Das heißt, ich muss Material bereitstellen für die Kinder, damit ich das später nicht im Unterricht selber schnell machen muss. Und ja, das ist aber auch die einzige Vorbereitung und deswegen auch die Entspannung. Mehr dazu gleich. Dieses Video soll darum gehen, wie das böse Corona, das mir letzte Woche so einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, wie dieses böse Corona tatsächlich auch gute Seiten hat, zumindest für mein eigenes Learning. Ich habe nämlich gemerkt am Sonntag, dass ich langsam, aber sicher lerne, mega organisiert zu sein. Und das ist für mich was Besonderes. Ein bisschen Kontext. Kennt ihr den 16 Personalities Test? Den habe ich vor einem Jahr nicht gekannt. Eine gute Freundin von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht. Und bei Persönlichkeitstests kann ich nicht Nein sagen. Ich finde die einfach zu interessant. Also habe ich den gemacht. Funktioniert folgendermaßen. Man füllt einen Testbogen online aus. Die Fragen sind nicht immer einfach, aber man muss relativ intuitiv darauf reagieren. Am Ende wird man dann einem von 16 Persönlichkeitstypen oder Persönlichkeitsbildern zugeordnet. Und die haben so fancy Names wie Konsul, Architekt, der Logiker, ein Kommandeur gibt's auch. Na, jedenfalls kam bei diesem Persönlichkeitstest heraus, dass ich ein sogenannter Aktivist bin oder auf Englisch Campaigner, was erstmal überhaupt nicht spannend klingt. Was soll das sein? Ein Umweltschützer? Aber in der Beschreibung dieses Persönlichkeitsbildes, man kann sich da nämlich sehr viele Beschreibungen zu seinem Persönlichkeitstyp so durchlesen, in dieser Beschreibung habe ich mich dermaßen wiedergefunden und gesagt, ja, ich bin definitiv hundertprozentig ein Aktivist und ich bin zu einer tiefgreifenden Erkenntnis über mich selbst gekommen, was verrückt ist, weil im Prinzip waren mir die Dinge schon klar, aber ich habe sie noch nie im Zusammenhang mit meinem eigenen Beruf gesehen. Neben all unseren charmanten Eigenschaften als Aktivisten, das könnt ihr euch gerne selber durchlesen, wenn es euch interessiert, geht einfach auf 16personalities.com. Dort könnt ihr euch alle Persönlichkeiten mal so anschauen und durchlesen und vor allem aber selber den Test machen und gucken, was ihr so seid. Vielleicht gibt es da auch die ein oder andere schöne Erkenntnis über euch. Aber neben all unseren charmanten Eigenschaften als Aktivisten haben wir auch deutliche Schwächen, wie jeder andere auch. Und was ich faszinierend daran finde, ist, ich finde, diese Schwächen sind sozusagen eine Kehrseite der Medaille von unseren Stärken. Deswegen fand ich das so spannend und
habe ich mich auch verstanden gefühlt, wenn mir immer denke, was nützt es, über Schwächen zu sprechen? Ja, da fühlt man sich irgendwie immer noch irgendwie schlecht dabei. Ja, jeder hat Schwächen, ist ja klar. Aber wenn man das quasi so im Zusammenhang mit seinen Stärken sieht, macht das irgendwie Sinn, weil man kann halt nicht in allen Dingen gut sein. Und bei uns Aktivisten kam heraus, wir sind so eine Art Mensch, die super gut drin sind, kreativ zu sein, Ideen zu entwickeln, Pläne zu haben, Visionen zu haben, Projekte zu starten, lauter solche Sachen, da können wir enorm viel Energie reinwerfen. Gleichzeitig ersticken wir aber, sobald es um die routinemäßigen und notwendigen Kleinarbeiten geht, die eigentlich immer mit Projekten und mit großen Ideen auch zusammenhängen. Also im Prinzip, wir wären gut darin, ein Konzept zu entwickeln, aber sobald es darum geht, solche Tätigkeiten wie Verwaltung oder Dokumentation, so etwas zu führen, ersticken wir, haben wir keine Lust, haben wir keine Energie, fühlen uns überfordert, weil uns das einfach nicht liegt. Und das bin ich, ja. Deswegen liebe ich Unterricht, weil ich kann Ideen entwickeln, ich kann tollen Gedanken nachhängen und Unterrichtskonzepte entwerfen, aber sobald es darum geht, praktisch zu werden und zu sagen, so, es macht Sinn, dass ich das in dieser Zeiteinheit mache und dass ich dieses Material verwende und dass ich das so und so aufeinander aufbaue und einfach Entscheidungen zu treffen, die schnell sind, die praktisch sind, die umsetzbar sind, da habe ich enorm Schwierigkeiten damit. Und das soll nicht heißen, dass ich ein Planungsmuffel bin und überhaupt keine Ahnung vom Planen habe. Überhaupt nicht, das ist es nicht. Ich plane schon, aber was mir schwerfällt, sind diese Entscheidungen im Detail. Dieses Konkrete, diese Details. Da verliere ich mich zu leicht, weil ich dann über so viele Entscheidungen nachdenke und da einfach nicht diese knallharten, schnellen Entscheidungen treffen kann. Und deswegen graut es mir davor, zum Beispiel Jahrespläne zu schreiben oder Wochenpläne. Weil da gibt es so viele Variablen, die man bedenken muss. Wie lange braucht eine Unterrichtssequenz? Wie lange braucht ein Thema? Wann werden Lernzielkontrollen geschrieben? Wie oft sollte ich welche schreiben? Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht gleichzeitig alle in einer Woche schreibe. Diesen Überblick zu behalten und das akribisch zu planen, hat ja eigentlich nichts mehr mit dem Inhalt an und für sich zu tun oder mit den Methoden, die man verwenden möchte oder mit dem didaktisch für mich interessanten Teil meiner Arbeit, sondern mit Geschick, Dinge miteinander zu kombinieren und in einen Plan zu gießen, der dann am Ende Sinn macht. Das fällt mir schwer, sowas, muss ich ganz ehrlich zugeben, und da arbeite ich konstant dran und finde das auch nicht schlimm, weil man wird ja besser, man kann sich ja ändern. Aber ich würde jetzt niemals behaupten, dass ich der beste Planer bin, den diese Welt jemals gesehen hat. Auf keinen Fall. Ich bin ein ongoing Project und muss da selber irgendwie besser werden. Und Corona hat mir hierin wahnsinnig die Augen geöffnet oder mir geholfen, weil ich besser planen musste. Für meine Eltern ist es vollkommen uninteressant, was für Methoden ich verwende. Für die ist es vollkommen uninteressant, welche Sozialformen wir verwenden. Diese Variablen sind jetzt einfach mal komplett außen vor, die muss ich gar nicht bedenken. Dafür muss ich aber mir sehr klar darüber sein, welches Material sollen meine Kinder verwenden? Wie arbeiten sie mit dem Buch? Welche Arbeitsblätter sollten sie auf jeden Fall machen? Und ist es etwas, was sie auch alleine bewältigen können und lauter so Zeug. Durch diese Zeit von Homeschooling, Lockdown und Corona waren wir sozusagen jetzt dazu gezwungen, als Lehrer Wochenpläne zu schreiben, die nicht nur wir selbst verstehen, sondern vor allem jemand anderes. Und das war für mich sehr hilfreich, weil ich da schneller Entscheidungen treffen konnte, wenn ich darüber nachgedacht habe, wie sieht das jemand anderes, der nicht ein Lehrer ist, der das verstehen muss, was ich mir da gedacht habe. Das macht einen dann präziser darin, was man in so einen Tag reinpackt. Das macht einen auch ein bisschen schneller beim Entscheiden. Eine komplizierte Sozialform, die fällt halt weg. Eine komplizierte Methode, die fällt halt weg. Das soll jetzt nicht heißen, dass man generell sowas immer außen vor lassen sollte. Aber das, was man planen kann, das kann man definitiv in so einen Wochenplan reingießen, reinstampfen, und das gibt einem enorme Sicherheit. Und um euch nur ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, was hier das Learning ist für mich und was ihr vielleicht auch später mal selber anwenden könnt, falls ihr Lehramtsanwärter seid oder falls ihr erst Studenten seid und noch gar nicht so mit dem Unterrichtsalltag zu tun habt. Das Learning hier ist, dass man manche Dinge auch und persönlichkeitsunabhängig auch gar nicht wissen kann. Du weißt halt am Anfang noch nicht, wie lang dauert eine Unterrichtseinheit. Du weißt halt noch nicht, wie lang dauert eine Unterrichtssequenz. Das alles sind Erfahrungen, die man so sammelt. Und das Wichtige ist, dass man aus diesen Erfahrungen die richtigen Erkenntnisse draus zieht. Und meiner Meinung nach ist das, was wir zumindest im Referendariat gelernt haben, wie wir das dokumentieren können und reflektieren können,
so wenig praktisch gewesen, für mich zumindest so wenig praktisch. Ich habe mich da auch wieder so in der Tiefe verloren. Und dieser Wochenplan hat mich jetzt aber dazu gezwungen, ganz klar zu sein in meinen Entscheidungen und ist jetzt auch eine Dokumentation meiner Tätigkeit. Ich kann jetzt sehen, wie viel haben meine Kinder in der ersten Klasse und in der zweiten Klasse an einem Wochentag so geschafft. Wann gab es Rückmeldungen von Eltern, dass es zu viel ist? Wann war es zu wenig und ich hätte mehr in die Fleißaufgaben gehen sollen? Und klar, da fehlen jetzt die interessanten Sozialformen, da fehlen die tollen Methoden, wo jedes Didaktikherz aufblüht. Sowas konnte man halt im Zuhause im Homeschooling nicht machen. Aber was man bekommt, ist ein Fundament an Dingen, die man auf jeden Fall bewältigen kann im Unterrichtsalltag, wo man sich entlanghangeln kann. Und was man alles on top drauf macht, da kann man dann wieder Aktivist sein, so wie ich, und auch spontan mal in die Tiefe gehen, wenn ein Versuch gerade total interessant ist und wir besprechen den in aller Ausführlichkeit. Oder wenn mir einfällt, boah, das wäre jetzt gut, wenn wir das switchen würden. Diese Spontanität hat man da noch und muss da nicht akribisch dann wirklich allem Schritt und für Schritt folgen. Wenn man das Grundgerüst hat und weiß, okay, das werde ich diese Woche schaffen. Und das ist das, das hat mir Corona beigebracht. Dass ich immer wieder einen Plan schreibe, weil ich es muss, weil ich es nicht für mich selbst tue. Ich kann nicht schlampig arbeiten. Ich kann nicht sagen, okay, das waren jetzt so viele Entscheidungen, die ich treffen kann. Ich schreibe jetzt einfach mal nur die Lernziele rein und dann schauen wir mal, was passiert. Dann kann ich ja danach schauen, ob das gut war. Was man dann auch oft nicht macht, weil ganz ehrlich, wer tut in seinem Unterrichtsalltag gerne danach aufschreiben? Das ist alles heute schlecht gelaufen. Nächstes Mal werde ich das so machen. Und nächstes Mal bedeutet in 2 Jahren, wenn man quasi im Turnus wieder diese Klasse ungefähr da hat, also eine zweite Klasse oder was auch immer. Wer macht das gern? Das kommt einem so unnatürlich vor. Aber was einem nicht unnatürlich vorkommt, ist einen Wochenplan für andere zu schreiben, den andere verstehen müssen, den nicht du verstehen musst, ja? Selber, wie sehr es mich letzte Woche getroffen hatte, dass die Pläne, die ich das ganze Wochenende für die letzte Woche hatte machen müssen, dass die mit nach einem Tag einfach umgeworfen wurde. Das war alles umsonst und ich dachte mir, nee, ich will das nicht nochmal. Jemand, der so ungern plant, wenn der einen Plan gemacht hat und dann wird der auch noch zerstört, das ist einfach devastating. Also da fällt mir kein besseres Wort gerade dazu ein, tut mir leid, manchmal denke ich zu Englisch. Aber nee, da war ich richtig fertig und habe mir diese Woche gedacht, was kannst du tun, um dich selbst davor zu schützen, dass du nochmal planen musst, was du ja einfach nicht gerne tust. Und dann bin ich einfach zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach einen Wochenplan schreiben werde, so wie für die Eltern, nur für mich und für die Kinder. Das heißt, wenn jemand dann einfach reinkommt an einem Tag und sagt, so, ihr müsst jetzt alle nach Hause gehen, die Zahlen sind wahnsinnig hoch gestiegen und weiterer Unterricht kann nicht in Präsenz stattfinden, dann bin ich dafür gerüstet und kann Ihnen sagen, Kinder, das ist der Wochenplan, so weit sind wir gekommen, nehmt es mit nach Hause, nehmt die restlichen Hefte, die ihr gerade hier rumliegen habt, mit nach Hause und alles ist gut. Deswegen habe ich das gemacht und habe dann am Sonntag als Belohnung für mich gespürt, wie toll es sich anfühlt, einen solchen Plan nicht nur für die Kinder ausgedruckt zu haben, sondern für sich selbst, um sich daran zu hangeln und einfach zu sagen, Montag werde ich nur das schaffen können, nicht mehr. Falls es schnelle Kinder gibt, habe ich hier alle meine Fleißaufgaben schon vorbereitet, dann können Sie sich da gerne bedienen. Aber für mich persönlich habe ich quasi einen ganz klaren Kasten drumherum gesetzt, was wir schaffen werden. So wie ich das für die Kinder aufgeschrieben habe und für die Eltern zu Hause. Und das hat mich befreit. Ich bin noch nie so entspannt in die Schule gegangen, wie mit diesem detaillierten Wochenplan, den ich sonst immer nur für die Eltern und für die Kinder gemacht habe, für mich selbst. Meine Eltern, die werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Frau Kittelt, du hast jetzt nicht irgendwas Besonderes erfunden, ja, wieso bist du stolz auf dich selbst? Ja, klar, das ist nichts Besonderes, aber das kann auch nur jemand verstehen, der aus meiner Richtung kommt, als Referendar, als jemand, der so oft eingebläut bekommen hat, was alles in solche Pläne rein muss und wo man sich einfach erdrückt und erschlagen fühlt von den Anforderungen, so einen Plan zu machen. Als Gegensatz dazu, zu dem, was man im Referendariat gemacht hat, ist befreiend. Man hat auf einen Schlag alles, was man braucht, also was man praktisch braucht. Und wir erinnern uns an die praktische Veranlagung. So, jetzt möchte ich aber auch aufhören mit diesem Geramble und Geplapper und zum Punkt kommen. Was das Golden Nugget meiner Woche war oder generell meiner Phase hier in Corona, ist es, mit Zahlen zu arbeiten. Und hier schließt sich der Kreis zum Anfang des Videos. Ich habe euch ja gesagt, ganz am Anfang, dass diese Zahl, diese Zahl zum Zwischenzeugnis etwas Interessantes ist. Und was meine ich damit? Also sich darüber bewusst zu werden, wie lang etwas tatsächlich in Anspruch nimmt, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt, ist eine sehr nützliche Information und eine
Fähigkeit, die einem in der Lehramtsausbildung gar nicht mitgegeben wird. Ja? Also es wird ja gerne mit Zahlen rumhantiert, wie, keine Ahnung, Korrelationswerte in der Hattie-Studie. Da sind Zahlen toll, ja, immer Studien, Zahlen, Zahlen, Zahlen. Aber sobald es um was Praktisches geht, wie zum Beispiel sowas Banales wie, wie viele Arbeitsblätter kann ein Kind realistischerweise in der zweiten Klasse an einem Tag schaffen, ohne sich davon erschlagen zu fühlen oder überwältigt zu fühlen? Sowas findet man nirgendwo. Ich weiß, es klingt auch irgendwie banal, dass man, wer würde ein Buch schreiben darüber, ach übrigens, so lange dauert das, so lange dauert das, so lange dauert das. Aber das sind diese Erfahrungen, die einem Berufsanfänger einfach fehlen. Und es wäre ja irgendwie nett, wenn einem da irgendjemand helfen könnte und sagen könnte, ach übrigens, das dauert so und so lange. Und das könnte man dann bei der Planung besser verwerten. Dann würde man schneller die Entscheidungen treffen und sagen, aha, okay, so viele Sozialformen machen Sinn in einer Unterrichtseinheit. Also was mich zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt, und das ist jetzt, jetzt komme ich schon wieder ins Reden, aber das gebe ich euch jetzt einfach mit. Ich erinnere mich noch ganz genau, bei den allerersten Tagen im Referendariat in unserer Seminargruppe hat unsere Seminarleiterin damals gefragt, ich weiß nicht, ob ich es richtig hinbekomme, wie viele Unterrichtsphasen eine Unterrichtseinheit hat. Und ich weiß noch, wie wir so angefangen haben, also du hast es allen in den Gesichtern angesehen, dass sie angefangen haben, so zu zählen. Und es sind so quasi alle Worte durchgegangen, die sie jemals zu einer Unterrichtsphase gehört haben und sind mit so Zahlen rausgekommen wie 5, 6, 4, keine Ahnung was. Und dann hat sie gemeint, nein, jede Unterrichtsstunde braucht drei Phasen, drei wichtige Phasen. Und ich dachte mir, was? So wenig? Ich erinnere mich noch, wo man sowas gelernt hat wie Einstieg, Zielangabe, Hinführung, Besprechung, bla 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 bla, Erarbeitungssicherung, Reflexion, was auch nicht alles. Also wo man wie der Ochs vorm Berg steht, wenn man ein Student ist und da so einen ersten Unterrichtsplan schreiben muss. Aber sie hat gesagt, drei Phasen sind wichtig. Und es macht auch Sinn. Eine Unterrichtsstunde hat eine Dreiviertelstunde. Die wichtigsten Phasen in einer Unterrichtsstunde sind der Einstieg, also was macht man zum Einstieg, um die Kinder an das Thema heranzuführen, die Erarbeitung und die Sicherung. Das sind die drei wichtigsten Phasen des Unterrichts und alles, was drumherum gebaut ist, ist Beiwerk, also weil man es vielleicht noch braucht, weil es da gerade Sinn macht. Aber diese drei sind das Grundgerüst und ich dachte mir, genial, geniale Information. Ich weiß jetzt, selbst wenn ich unvorbereitet bin und in eine Klasse reingehe und ich muss spontan eine Stunde machen. Ich brauche ungefähr drei Phasen. Eine Phase, in der wir an das Thema hinführen, eine Phase, in der wir das erarbeiten, also eine erarbeitende Tätigkeit und dann eine Phase, in der wir das sichern, unsere Erkenntnisse oder was wir rausnehmen. Und das ist banal gewesen und genial und das sind die Zahlen, die interessant sind. Und für mich aus dieser ganzen Wochenplantätigkeit habe ich jetzt zum Beispiel ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie viele Arbeitsblätter Kinder realistischerweise an einem Tag schaffen können. Eine super Zahl. Ich habe auch mitgenommen, und das war letztes Jahr in der ersten Klasse, dass meine Kollegin, meine etwas erfahrenere Kollegin, mir damals auch immer gesagt hat, du, da haben wir ein bisschen zu viel geplant oder du kannst nicht an einem Tag zwei neue Sachen einführen. Macht auch Sinn. Aber wenn du ein Berufsanfänger bist, dann denkst du nicht unbedingt gleich so. Du denkst über viele andere Dinge nach, aber nicht unbedingt darüber, dass zwei Einführungen an einem Tag ungünstig sind. Du traust es den Kindern zu, aber die erfahrenere Kollegin weiß schon, dass Kinder nicht unbedingt zwei neue Inhalte, auch wenn es in verschiedenen Fächern sind, wirklich verarbeiten können an einem Tag. Und dann fängt man an, entsprechend zu planen und dann wird auf einmal ein Wochenplan besser. Und das habe ich aus dieser Zeit jetzt mitgenommen. Aus dieser Zeit, wo ich sehr eng mit meinen Kolleginnen zusammenarbeiten musste und wir viel Rückmeldungen von den Eltern bekommen haben, darüber, wie ihre Kinder zurechtkommen. In dieser Zeit, wo ich lernen musste, Pläne zu schreiben, die nicht ich verstehen muss, sondern die andere verstehen muss, habe ich jetzt irgendwie mehr gelernt in dieser Art der Dokumentation, als ich das jemals beispielsweise in meinem Referendariat gelernt habe. Ohne das jetzt irgendwie runterzureden, ich habe sehr viele andere Dinge dort gelernt, aber nicht dieses praktische Dokumentieren davon, was man in einer Woche schaffen kann. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich und ihr schöpft Hoffnung, falls ihr planen genauso wenig mögt wie ich. Zahlen helfen, das kann ich euch sagen, und ihr müsst sie halt einfach dokumentieren. Und falls ihr sowieso Planungsheroes seid, dann habt ihr zumindest in diesem Video vom 16 Personalities Test gehört und könnt den jetzt dann mal austesten. Viel Spaß dabei.